Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zum BA Pro Mode. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ich seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns im vierten Restfinalspiel dieser Playoffs. Mal schauen wir mal, wie weit das mal kommen werden. Ob wir es ins Hauptfinale des Stanley Cups gewinnen, kommen, so würde ich sagen. Die Season, heute hat es mich wieder. Die Serie liegt bei 2:1 für die Coyoten. Einmal gleich loslegen. Dass man am Ende der Folge dann im Finale steht. Wir haben so ein guter Einsatz im ersten Drittel. Nun 0-0. Und da ist es 1:0 vom HB für Arizona auswärts. Ich verstehe nicht, warum das den Kommentatornamen eingeben muss, wenn sie ihn eh nicht nennen. Aber ich muss nicht alles verstehen. So, jetzt hat. Simulieren wir uns da mal wirklich, aber ich glaube nicht, dass der ist. Ah ja, das zum Gegenschlag ausrennt. So, auf geht's. Zweites Drittel, gar keine Zeit verschwinden. Dichter geben sie ihm. Sie fix. Ja,
15:31, wenn der mich erinnert, bei 1:52 steht Elbe noch 1:0. Jawohl. Natürlich nehmen wir den Kung-Fu. Haben wir eine Herausforderung gewesen. Aber ich habe die Herausforderung gemacht. Ein paar Minuten müssen wir überstehen. Stupsen, stupsen, Jungs. Jawohl, da ist es 2:0 vom HP. Und somit zweites Tor am heutigen Abend. Sind mal in die Top 10 Tore. Jetzt für die letzten 80 Sekunden habe ich keine mehr. Hundertstel hätte ich keine Angst mehr. 2:0 gewinnen wir. Und die Serie machen wir auf 3:1. Ich gehe mir davor, dass unser Goalie ein Star ist. Ich bin ein Star. Ich habe 2 Tore geschossen. Assist. Bin der Star Nummer 2 mit 2 Toren. Und der Bischof ist, glaube ich, August. Hervorragend, hervorragend.
ans Vermächtnis geht wieder auf. Jawohl, passt gut. Warum das aus Vermächtnis jetzt zwei Wochen geht, keine Ahnung. Oh, nein, nach oben müssen wir so. Geht schon weiter. Heimspiel. Wir werden hoffentlich die Trophäe jetzt daheim holen. Und schon wieder das Tor vom HP. 1:0 für Arizona. Es läuft, Ladies and Gentlemen, es läuft. Jawohl! 2:0 im ersten Drittel. Zwar, aber da lasse ich mich nicht davon beeindrucken. Haben wir das 3:1 und die Antwort vor schon zweites Tor am heutigen Abend vom Teamkapitän der Coyote vom Tiroler vom HP. Sagt schöne Flugbahn und er ist drinnen. Ladies and Gentlemen, liebe Sportsfreunde und drinnen. Schlusstreffer. Na, diesmal hat es nicht funktioniert.
war ein spannendes erstes Drittel was. Und wir spannen das zweite Drittel wert. Mein Kollege ein bisschen helfen darum. Jetzt sind zwei passt auch gut. 12,29, was los, Locke? Logisch setzen wir die unter Druck. Wir wollen ja den Kopf vom Financial Cup Winger oder wie es heißt. Westfinalmeister werden. Ah, Schott. Ey, schon Kopf davon hätte ich. So, auch hier simulieren. Was 56 ist, steht nur 2:4. Jawohl, sind wir ja gut dran. Auf geht's ins letzte und gefährliche Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Wir wollen Westmeister werden und dann im Stanley Cup Finale stehen. Schauen wir mal, wann das mal wieder hinkommen. Sechs zu zwei. Zweit vorn gewesen.
Na, da ist mein Hattrick. Und 7 zu 2 für Arizona im West-Finalspiel Nummer 5. Ah, Locke. Weil er es halt jetzt zwingen kann. Ja, ich glaube, die Locke ist froh, dass wir gewechselt haben. Trotz Verletzungen. Hervorragend, mit 7 zu 2 gewinnen wir. Hallo Ben, beim letzten Mal, gell, haben wir uns ein bisschen in die Haare gehabt. Freunde, sind wir im Finale des Stanley Cups. Ein Tor, ein Assist. Drei Assists, haben wir also vier Assists auf unserer Liste. Haben wir 4 Tore, 4 Assists, die Serie haben wir mit 4 zu 1 haben wir gewonnen. Und dann schließen wir hier ab. Seit einer halben Stunde. Nach einer halben Stunde ein Hattrick brauchen. Ist gut. Physisch hat es ein bisschen losgezogen, aber macht nichts. So, das war's. Gegen wem spielen wir den im Finale? Gegen die Washington Capitals. Okay. Na, aber Startzentrale muss ich schauen. Wir haben den Tier gespielt. Das darf mich jetzt interessieren. Washington Capitals haben gewonnen 4 zu 3 gegen die Rangers. Ah, 4 zu 1 haben sie gewonnen gegen die Toronto Maple Leafs. Und sind East Coast Meister. Okay,
Okay. Das heißt, Stanley Cup Finale Nummer 1 in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, wenn sie es. Ja, das ist in der nächsten Folge. Ich hoffe, meine lieben Sportsfreunde, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier mit dem HB einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht: In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann doch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!